Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren saftigen Folge Bloons Tower Defense 6 mit Ohrenspar, Cranuel und Plumpy ist auch dahinter. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch auf glp.tv/shop vorbei. Da findet ihr nämlich ein tolles Comic-Bundle mit unter anderem diesem tollen Kalender dafür das Jahr 2022, was uns bald erwarten wird. Jetzt schiebe ich's weg. Zack. Und wow! Hier ist wieder ein Boss-Event am Start. Ich kann gegen den Lütsch, Lütsch kämpfen. Grabherr Lynch. Hä? Was denn jetzt? Entzieht deinen Affen Vorteile und heilt sich gleichzeitig selbst. Wenn alle Schädel auf seiner Gesundheitsleiste erreicht sind, wird Licht zu einem Spektralwesen und lässt die leeren Hüllen kürzlich geplatzter Bloons des Moab-Klasse wie... Gute Übersetzung, okay. Naja, gut. Oh, der sieht aber cool aus. Event endet in 1 Tag. Ja, dann muss ich's jetzt aufnehmen, Leute. Es tut mir leid. Okay. Normal. Flussbett. 150 Leben. Rang 1, 2, 3, 4, 5. Wie unfassbar wenig Geld bekommt man hier eigentlich in dem Spiel. Was soll das? Und was passiert, wenn ich auf Coop drücke? Ah, 2 Spieler. Schnelles Spiel? Oh, Level 47. Nee. Warte, ich hätte gerne jemanden, der wirklich krass ist. Level 110. Oh, oh, es startet direkt. Ui. Oh ja, wie cool. Jetzt kann ich hier nur links bauen und er baut rechts oder andersrum. Ah, andersrum, okay. Ja, das ist ja richtig von jetzt. Warte mal, der hier ist gratis. Dann stelle ich den mal hier hin. So, das könnte sehr interessant werden. Der hat mir gerade Geld geschenkt. Was mache ich denn jetzt? Ich peile Schmelly-Mob da. Zeit für einen Schmelly-Mob da. Okay. Komm, ich helfe dir. Oh, das ruckelt auch immer noch so stark im Korb. Ist das ätzend? Warum ist das so? Und dann gehe ich auf das obere, damit ich hier Verfolgung bekomme. Das kennen ja alle schon. Lol, der cheatet Geld. Gib mir Geld. Bitte. Oh, er holt Ben. Das ist ein Man of Culture. Ich habe auch Ben. Eine Bananenplantage. Oh. Ja, okay. Weißt du was? Ich mach dasselbe hier. Oh, ja, gib mir Cash. Perfekt. So, jetzt einmal hier Verfolgung. Und dann schön eine Plantutsche bauen. Nein. Dankeschön. Erhöhte Produktion, größere Produktion, langlebige Bananen. Und dann da noch einen Arbeiter hinstellen. So. Sehr schön. Das habe ich auch in all den Jahren Bloons Tower Defense noch nie gemacht. Einfach mal random mit einer fremden Person gespielt. Da bin ich echt aufgeregt gerade. Oh ja, wertvolle Bananen. Lecker Schmecker. So, aber ich bereite mich mal vor, indem ich den Jungen hier hinstelle und dann auf den Reinigungsschaum gehe. So, dankeschön. Mehr möchte ich gar nicht. Jetzt hat er schon 2 Plantutschen. 3 Plantutschen. Oh nein, ist der gut. Weil je mehr Plantutschen, desto besser ist man, ne? So habe ich das gelernt in der Affenschule. So, hallo Ben. Oh, oh ja, Reinigungsschaum kickt rein. Perfekt. Oh, wertvolle Bananen, ja. Ui, komm bitte. Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Weil da kann ich das hier nicht irgendwie anfordern. Wo war das denn? Da, Geld-Symbol? Genau, da. Ja, ja, perfekt. Und jetzt einmal Anfrage. Eine Geldanfrage. Können Sie mir bitte Geld geben? Oh ja, Bananenplantutsche. Ja, nochmal Plantutsche. Jetzt sollten wir uns aber langsam vorbereiten. Und er stellt auch einfach mehr Plantutschen. Junge, wir sollten vielleicht mal ein bisschen stärker werden. Hier den Jungen stellen. Und dann auf das untere, ne? Untere und Mitte. Genau, so ging das. Untere, Mitte. Perfekt. Moabdruck und auf stärkster. Dann Rasierrotor und schneller Pfeile. Damit das hier auch ein bisschen mehr reinrasiert. Hat der bisher nur... Warte, was? Der hat nur den Wurfallaffen gestellt. Und der war ja sogar gratis. Unter Benjamin. Und sonst nur die Banken. Ich meine, okay, ich bin halt auch vorne. Ne? Es ist eigentlich super sinnvoll, was er macht. Aber ich hoffe, er gibt mir dann auch ein bisschen Geld ab. Dann noch ein Eisaffe. Das ist einer meiner Lieblingsaffen. Bei Eis mag ich in meinem Mund. Sehr gerne. Das schiebe ich mir ganz oft rein. Oh ja.
hat das freigekauft. Krass. So, und da gehe ich dann schön auf die Mitte und auf das untere ausnahmsweise. Oder? Ja. Mitte. Oh! Oh nein! Schnell größerer Radius. Oh ja. Okay, okay. Schneesturm. Ui. Das schaffen wir nicht. Oh nein. Die nächste Phase. Ja, die Gesundheit geht ganz gut runter. Das freut mich. Für den Affen habe ich kein Geld. Was kann ich denn noch machen? Vielleicht ein Schneiper. Der ist ja auch ganz lustig. Und da dann auf das obere für ultra viel Schaden. Schnellfeuer, genau. Und jetzt fehlt mir nur noch ein bisschen Geld. Dann kann ich hier nämlich den Verstümmelmoab holen. Zack. Das macht dann noch mehr Damage. Ah, er stellt langsam Affen. Oh ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Krass. Hier, ein bisschen verlangsamen. Ach du Heilige. Nein! Nein! Oh Gott! Wir haben zu wenig Verteidigung. Hier mal auf größere Haufen, Nagebälle, schnellere Produktion. Ja, das war's. Ganz vergessen. Dann nochmal hier ein Superaffen. Ich habe keine Ahnung, ich sterbe irgendwas. Laserstrahlen, Superreichweite. Komm schon, monumentale Reichweite auch noch. Bitte. Bisschen Geld, ja, perfekt. Ja, das kannst du vergessen. Aber er ist fast tot. Doch, wir schaffen das. Komm schon. Bitte. Er ist tot. Rang 1 geplatzt. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Was war das denn? Ich mach mal eine Geldanfrage. Gib mir mal ein bisschen was, bitte. Komm schon, du hast doch. Ja. Oh ja, lecker. Lecker Schmecker. So, und dann hier Bananenforschungszentrum. Das kaufe ich mir zumindest zweimal. Und dann kann er weiter sein Geld scheffeln. Oh, verbinde dein Spiel erneut. Oh nein. Naja, Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Wow, Leute. Wusstet ihr auch noch nie, wann eure Verwandten Geburtstag haben? Dann kauft euch jetzt das tolle Bundle auf glp.tv/shop mit dem tollen Comic von mir und Klumpi. Da befindet sich nämlich ein Kalender für das neue Jahr drin, bei dem ihr euch dann eintragen könnt, wann eure arme Mutter Geburtstag hat. Ja, schön, ne? Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und weiter geht's. Hoffe ich. Hallo? Ich weiß, die erste Runde mit dem Boss, die lief nicht so gut, aber das kann sich doch jetzt noch ändern. Da brauchst du nicht direkt alte 4 drücken, Bruder. Oh. Connection lost. Rejoin your co-op game. Wiederbeitritt. Wie, warte, bin ich raus oder ist er raus? Was passiert hier? Hallo? Spiel? Keine oder zu langsame Internetverbindung. Das bezweifle ich ganz stark, dass es daran liegt, Spiel. Ich bezweifle es. Ich habe halt ganz normal Internet. Was soll das denn? Spiel, ich habe Internet. Lass mich rein. Ja, Leute, es funktioniert einfach nicht. Ich probiere es auch einmal und dann drücke ich auf Abbrechen. Oh, lol. Warten auf das Ende der aktuellen Runde. Wieder beitreten. Als ob der letzte Try hat jetzt funktioniert. Jetzt hat mir aber nicht, der hat die ganze Zeit weitergespielt. Ich war gerade in Runde 57. War er der Host? Nee, war er nicht. Spieler 1 baut links und Spieler 2 baut rechts. Also war ich Spieler 1. Eine Ewigkeit später. Ich warte jetzt mittlerweile seit ungefähr 20 Minuten, würde ich sagen. Und ich glaube, das wird hier nichts mehr. Wie lange soll denn seine Runde gehen? Das macht gar keinen Sinn. Und außerdem bin ich ja der Host. Also wozu warten? Es müsste, sobald ich irgendwie weg bin und vom Spiel rausgeschmissen werde, nicht mehr weitergehen. Oder wir werden getrennt. Das habe ich ja zumindest erwartet, dass er die Runde für sich weiterspielt und meine ganzen Türme auch spielen darf. Und ich dann wiederum auch. Das Geld, was er da rechts generiert, mir dann am Ende gehört und ich damit weitermachen kann. Aber da das hier nicht geschieht, tu ich jetzt einfach auf Hauptseite. Danke, Spiel. Danke. Jetzt kann ich hier einfach Korb. Ja, von vorne anfangen. Natürlich. Ja gut, dann bis gleich. So, Leute, nach relativ kurzer Zeit bin ich nun wieder in Runde 57. Ich habe, kann man schon sagen, den anderen ein bisschen kopiert und hier rechts alles vollgekleistert mit dem Bananenplantutschen. Da können die jetzt auch mal ein bisschen mehr Geld reinstecken, damit die noch krasser werden.
Und ansonsten seht ihr hier schon mal zwei verschiedene Eisaffen. Einmal für die Schiffe, einmal für alles Kleinere. Genauso wieder wie den Bumerang-Affen. Dann hier einen Superaffen, der auf Sonnenavatar geht. Und hoffentlich den Typen richtig eine reinbrät. So, dann noch hier einmal Nagelsturm. Dann kaufe ich mir noch einen zweiten Nagelsturm. Und hoffe, dass ich es jetzt überlebe. Wenn nicht, dann schade, schade, Schokolade. Dann kann man da nichts machen. Es sieht aber ganz gut aus. Dann habe ich hier noch ein Affendorf hingestellt, um die ganzen Primäraffen abzugraden. Da könnte ich auch eigentlich noch den einen oder anderen weiteren Affen hinstellen. Das machen wir gleich, insofern ich das hier schaffe. Aber er ist zu einem Viertel durch. Und auf der anderen Seite aber auch schon fast tot. Das wird funktionieren. Dann hier nochmal das Bananenforschungszentrum. Ja, alle Fähigkeiten einsetzen. Und komm schon. Ja. Und wow. Letzte Phase. Ja, ganz schön hartnäckig, der Junge. Schafft es doch ein bisschen weiter, als ich gedacht hatte. Aber alles kein Problem. Er ist tot. Rang 2 geplatzt. Ich könnte jetzt den Bumerang-Affen upgraden, aber ich baue noch weiter darauf, dass ich jetzt schon stark genug bin, diesen Boss zu besiegen im dritten Rang. Und stecke deswegen mein Geld erstmal in die Bananenzentrale. Zack. Noch mehr Kohle pro Sekunde. Ja, jetzt muss ich nur noch den nächsten Boss überleben. Ich hoffe, das klappt. Oh, da bist du ja schon. Hallo, hier, guck mal, ich aktiviere alle Fähigkeiten. Zack. Kalt machen, ganz viele Nagelreißer-Dinger. Dann die Fähigkeit noch von Benjamin. Das war das. Da hat er gerade rumgeschrien. Ich habe 43.000. Ich bräuchte halt jetzt so ein bisschen Geld. Und ich könnte den Bumerang-Affen upgraden. Wo ist er? Da ist er doch. Morbär, schon 60.000. Okay. Ja, noch 6.500 Geld bitte. Ja, oh ja, Mordbeherrschung, krass. Schön auf Stärkster. So, und dann hätte ich auch noch gerne den, wo ist der? Ninja. Für diese coole Bombe, die er hat. Die packe ich mal hier hin. Und die Bombe war da in der Mitte. Mitte und das untere nehme ich mal. Mitte, Blumensabotage. Oh, 22.000. Ja, das ist ja gar nicht so weit weg. Kannst du mal bitte machen? Hallo? Ich würde gerne noch deine Bombe einmal benutzen. Oh nein. Ja, komm. Töte das Schiff noch da. Ja, Großsaboteur. Okay, schön auf Stärkster. So, und jetzt packt da deine Scheißbombe drauf. Geil. Keine Ahnung, ob das viel gebracht hat, aber ich nehme jeden Schaden, den ich bekommen kann. Dann noch weitere... Wo ist er? Schorfschützen. Da, nach oben. Und dann schön auf die Mitte war das, glaube ich. Nee, ups, war falsch. Nach oben meine ich. Upsala. Egal, ich habe ja noch genug Geld. Genau, auf Stärkster. Und jetzt einfach nur beten, dass ich irgendwie noch genug Schaden mache, damit ich das überlebe. Dann noch ein Helikopter vielleicht hier irgendwo hin. Hallo? Ich glaube, ich überlebe das nicht. Apache, komm schon. Mach doch was. Oh, obwohl jetzt kommt er erst zu den Reißnagelwerfern. Oder? Moment, die waren da links. Die sind eigentlich auf Schiffe ausgelegt. Oh, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Was kann ich denn da jetzt noch machen? Ja, eigentlich gar nichts mehr, ne? Ich glaube, das war's, Leute. Es tut mir so leid. Ich habe mal wieder reingeschissen. Bitte, mach doch was. Oh nein. Oh Mann, Permastocheln. Ja, komm, dann mache ich das noch. Er ist gerade mal bei der Hälfte. Ich Opfer. Vielleicht nochmal hier einen Superaffen hin. Die hasst er doch. Warte mal, was gibt's denn hier? Extra Schaden bei Bloons der Mob-Klasse. Okay, auf das untere. Mach ich. Schwarzer Ritter. Dann super Reichweite. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich hole einfach noch einen. Party Crasher. Ja, Party Crasher. Ich weiß. So, Reichweite. Stärkster. Alle Fähigkeiten aktivieren. Super. Nee, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Komm schon. Du willst es doch. Werd doch stärker. Oh nein. Benjamin, rette mich. Nein, Bruder. Mach doch nicht den.
Ich muss weitere Nagelfabriken hier. Grüße rauf, Nagelsturm. Bitte gib mir die Fähigkeit. Nein! Oh, hätte nur noch eineinhalb Balken. Oh nee, oh Bruder. Ist das ehrenlos. Nagelteppich hier, das rettet doch jetzt alles, oder? Komm schon. Nein! Boss, bleib stehen! Lüch hat dich besiegt. Ja, egal, Leute. Ein bisschen Schwund ist immer. Die Aufnahme geht schon viel zu lang. Hab ein bisschen Nachsicht, ja. Und bewertet auf jeden Fall das Video und schaut auch in die Beschreibung. Da ist, wie gesagt, das tolle Bundle verlinkt. Bis Daniel, euer Versager-Schmanuel. Tschüss, bis dann.